Ich bin live. Wir sind live. Grüße euch. Schönen guten Abend in die Runde. Eine neue Ausgabe Insta-Live von BR24 Sport hat begonnen und erneut heute mit einem hochspannenden Gast und zwar Melanie Leupolz. Ich hätte sie heute gerne anmoderiert als amtierende Champions League-Siegerin. Daraus ist leider nichts geworden. Aber darüber werden wir mit ihr reden und trotzdem hat die Gute unglaublich viele Erfolge vorzuweisen, amtierende englische Meisterin. Auch mit den Bayern ist sie erfolgreich. Ich sehe, sie ist auch schon am Start. Ich lade sie jetzt ein. Zack. Anfrage senden. Und jetzt müsste live gehen mit Melanie Leute genug ist. Die Anfrage ist raus. Und wenn sie jetzt gleich auf Bestätigen klickt, hoffe ich, dass ich sie sehen werde. Da ist sie! Hallo. Jedes Mal aufs Neue phänomenal, wie das so klappt mit diesem Internet. Ja, verrückt. Von München nach England, / London wahrscheinlich. Wo erwischen wir dich gerade? In welchem Hotel? London zu Hause. London zu Hause. Okay. Mensch, Melanie, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du ein Mann ein Wort, sagt man, eine Frau ein Wort, trifft genauso zu. Wir hatten diese Verabredung vor dem Champions-League-Finale getroffen. Ich habe gerade gesagt, ich hätte dich sehr, sehr gerne als amtierende Champions-League-Siegerin hier anmoderiert. Daraus ist leider nichts geworden. Ist ein Thema, wo wir natürlich auch drüber sprechen wollen. Deshalb wäre tatsächlich meine erste Frage, wie viele Minuten am Tag schaffst du schon nicht an dieses Finale zu denken? Ja, es fällt schon schwer, muss ich zugeben. Natürlich, es war ein großer Traum, überhaupt das Finale zu spielen, aber es wäre natürlich noch viel schöner gewesen, es zu gewinnen. Und dann sind die Interviews natürlich auch immer angenehmer. Deshalb hätte ich mich auch gefreut, wenn es andere Umstände gehabt hätte. Aber das ist eben der Sport, das ist verrückt. Eine Woche vorher am Sonntag machen wir die Meisterschaft klar und eine Woche später sind wir zutiefst enttäuscht und mussten das erstmal verarbeiten. Aber das Gute auch am Sport ist, dass das eine Highlight das nächste jagt und wir haben jetzt morgen schon unser nächstes Spiel. Deshalb ist der Fokus schon wieder weitergerichtet und das hilft dann bei der Verarbeitung. Sehr professionelle Antwort, Melanie. Dennoch für dich aus vielerlei Hinsicht sicherlich ein besonderes Finale. Du hast immer gesagt, der Wechsel von den Bayern weg hängt auch damit zusammen, dass du den nächsten Karriereschritt gehen willst. Das ist das Ziel Champions League Finale ganz, ganz oben steht irgendwo in der eigenen Motivationskarriereleiter. Und dann steht man in dem Finale und nach, ich glaube, wie viele Sekunden ist der Ball im Netz? Das ist, das kann man ja nicht erfinden. Was für Gedanken gehen da einem durch den Kopf? Ja, das ist wirklich der schlechteste Start, den man in einem Spiel haben kann. Wir wussten, dass es gegen Barcelona sehr, sehr schwierig wird, weil die eine super Saison spielen und eine super Mannschaft haben. Und dann aber so kurz nach kurzer Zeit in Rückstand zu geraten, das macht das ganze Spiel natürlich noch schwieriger. Dann, ich glaube, in der 12. Minute die Elfmeterentscheidung und das ist schon sehr, sehr bitter. Also nach dem ersten Tor, da dachte ich mir noch so, okay, wir haben die Qualität, wir können das noch rumreißen. Beim zweiten Tor wird es natürlich schwieriger und ja, dann das dritte, das vierte, da hieß es dann noch Charakter beweisen. Wir glauben an uns, wenn die 4 Tore in einer Halbzeit schießen können, können wir das auch. Aber mit den Minuten ist da natürlich die Zuversicht auch ein bisschen geschrumpft, muss man zugeben. Mal ganz offen gefragt, jetzt ist Montagmorgen, man wird wach und denkt, scheiße, man ist zwar Sportlerin und sagt, alles klar, einmal immer mehr aufstehen, irgendwann werde ich nochmal in einem Finale stehen. Dennoch braucht man, um aus diesem Loch, aus diesem mentalen Loch aufzukommen, weil die Vorfreude und alles andere so hoch war, braucht man da auch gute Gespräche, den Sportpsychologen von Chelsea oder machst du es mit dir selber aus? Oder ist es der Call mit der Mom, mit wem auch immer? Ich mache das eher mit mir selbst aus. Ich bin dann eher eine Person, die sich dann zurückzieht und das verarbeitet. Also zum Beispiel nach normalen Spielen, auch wenn wir gewinnen, ich kann immer kaum schlafen, wenn man jede Spielszene nochmal durchgeht und wenn man dann natürlich so ein Spiel hat, wo gefühlt das ganze Pech von einem Jahr in ein Spiel fällt, dann ja, war die erste Nacht erstmal schlaflos. Wir sind aber auch dann
noch in der Nacht zurück nach London gereist. Also das war sehr turbulent. Der nächste Tag war dann eben auch sehr verkatert. Nicht vom Alkohol, sondern von der Belastung und von der Reiserei und von ganzen negativen Emotionen auch. Und wir hatten dann 2 Tage frei, wo jede Spielerin sich eben dann auch zurückziehen konnte, mit den Liebsten sprechen konnte. Ja, und so habe ich dann versucht, das natürlich auch ein Stück weit zu verarbeiten und nach vorne zu blicken. Nach vorne blicken ist das Stichwort. Wir wollen auch gar nicht nur über ein einziges Spiel hier bei dem Insta-Live reden. Dafür ist zu viel passiert in deinem letzten Jahr. Die eine Frage sei noch gestattet. Hol uns mal ab. Wie nimmt Melanie Leupolz das, wie macht sie es alleine mit sich aus? Mit Gummibärchen und Netflix und Schokolade? Oder du sitzt ja nicht einfach nur im Zimmer und starrst die Wand an. Ehrlich gesagt hilft mir viel, dass ich dann was für die Uni mache, weil dann habe ich meine Gedanken einfach komplett bei was ganz anderem und kann Wirtschaftspsychologie. da so ein bisschen abschalten. Aber ja, die letzten 2 Tage, die fielen dann schon relativ schwierig. Wir sind zudem auch noch in Quarantäne, weil wir immer, wenn wir zurück aus einem anderen Land in die UK kommen, dann müssen wir erstmal 5 Tage in Quarantäne. Deshalb, das hat es auch nicht einfacher gemacht, dass man zumindest Mitspielerinnen treffen kann oder Freundinnen oder einfach ein bisschen rausgeht. Man sitzt dann wirklich in der Wohnung fest. Aber ja, letzten Endes, wie ich gesagt habe, das gehört zum Sport und ich denke auch, dass wir an dem Prozess wachsen. Barcelona stand vor 2 Jahren auch im Finale gegen Lyon, hat verloren und haben es dieses Jahr geschafft. Und das ist auch so ein bisschen die Zielrichtung, die wir jetzt anstreben, dass wir aus den Fehlern lernen, dass wir an Erfahrung, auch Champions League Finalerfahrung gewinnen und dass wir das dann eben für die nächsten Jahre nutzen können. Und wie du schon gesagt hast, das ist jetzt ein Spiel, was natürlich sehr, sehr bitter ist, weil es eines der größten ist in der Saison. Aber letzten Endes haben wir eine super Saison gespielt. Wir haben Wolfsburg und Bayern geschlagen und ja, da hatten wir auch relativ viel Glück, wenn man ehrlich ist. Jetzt hatten wir halt sehr, sehr viel Pech. Das gehört zusammen. Das hat man auch nicht immer in der eigenen Hand und deshalb versuchen wir jetzt morgen das Spiel zu gewinnen. Das ist das Achtelfinale im FA Cup und dann ist auch die Sommerpause. Du hast gerade ein paar interessante Sachen angesprochen. Ihr habt gleich auch Glück mit auf dem Weg. Ihr habt Bayern geschlagen. Dann die Quarantäne-Geschichte interessiert mich auch. Da würde ich nochmal ansetzen wollen. Anders als bei den Männern seid ihr in keiner Bubble, sodass ihr untereinander euch permanent sehen könnt. Das heißt, man muss sich Quarantäne wirklich komplett so vorstellen, du bist isoliert in deiner Wohnung und siehst niemanden. Genau, aber wir sind schon auch in unserer Bubble, aber das betrifft dann nicht das Privatleben. Also wir sind natürlich im Training zusammen, aber zu Hause ist dann auch wirklich zu Hause und die Regierung oder beziehungsweise das Gesundheitssystem, das ruft uns dann auch immer täglich an und fragt, ob wir auch in Quarantäne sind und dann müssen wir sämtliche Angaben machen. Also die sind auch relativ strikt. Es gab sogar schon Hausbesuche, wo dann der Ausweis vorgezeigt werden musste, dass wir auch wirklich zu Hause sind. Deshalb muss man sich da auf jeden Fall daran halten und das macht die Situation nicht einfacher. Und da wir jetzt auch sehr, sehr viel gereist sind aufgrund der Champions League, waren es dann immer wieder 5 Tage und ja, ich bin froh, wenn die Zeit dann auch mal vorbei ist. Es ist ja ein interaktives Format. Viele, viele Fans, die dir schon schreiben, XC Busse, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sagt Melli, Kopf hoch, du bist und bleibst ein Vorbild. Und Chris Speiser will wissen, wie der Kontakt zu Sarah Debritz noch ist. Ich glaube, auch wenn ich richtig recherchiert habe, ihr wart oder seid eng befreundet. Ja, auf jeden Fall. Also der Kontakt ist auch noch rege da. Gerade auch vor so großen Spielen wünschen wir uns Glück. Ich habe auch vor dem Barcelona-Spiel gefragt, weil sie ja gegen Barcelona ausgeschieden sind mit PSG, ob sie Tipps hat. Da meinte sie, ach, ihr habt die sicher gut analysiert. Letzten Endes, sie sind gut mit Ball und wir müssen versuchen, da unsere Konter zu Er setzen. schreibt sie Aber sogar. Hi Sarah. Jetzt. Aber ja, ich bin total froh, sie als Freundin zu haben, muss ich jetzt sagen. Nein, wir sind sehr, sehr eng befreundet. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie bei der Nationalmannschaft sehe. Ich kenne sie seit Kindheitstagen, seit der U15-Nationalmannschaft. Da ist man durch Höhen und Tiefen gegangen und es ist schön, dass man durch den Fußball so tolle Freundschaften gewinnen konnte. Wow, hört man tatsächlich nicht so oft, auch wenn man mit deinen männlichen Kollegen spricht, dann gibt es hier und da mal vielleicht einen, der sagt, hey, mit dem kann er gut oder so, aber derartiges Plädoyer schon fast für die Freundschaft hat hier bislang noch nicht allzu viele Profifußballer zumindest hier abgegeben. Bald geht's für dich mal wieder in die Heimat, Schrägstrich München.
Wangen im Allgäu wäre ja Heimat jetzt komplett geografisch korrekt verortet, aber wenn ich richtig gelesen habe, geht es für dich nach dem FA-Cup-Spiel nach Deutschland, nach München. Worauf freut sich eine Bayerin am meisten, wenn es zurückgeht? Genau, also ich werde am Freitagabend dann nach München fliegen. Ich freue mich total, meine Familie wiederzusehen. Ich habe sie seit Oktober, November nicht mehr gesehen, was schon sehr, sehr lange ist. Und genau, einfach zu entspannen. Da ist man total abgeschottet von allem Möglichen. Und genau, dann muss man sehen. Ich meine, die Lage entwickelt sich hier gerade ganz gut in Deutschland. Deshalb bin ich da zuversichtlich, dass ich dann eben auch meine Freunde im Münchner Umkreis zu Hause sehen kann. Und ja, freue mich einfach, ja, wieder nach Hause zu kommen. Die Außengastro hat hier tatsächlich auf, Melli. Ihr könnt also in den Biergarten gehen und euch ein Das schon Bierchen überall so oder ist es regionenmäßig? holen. Jetzt ist natürlich, puh, jetzt muss ich aufpassen. Das ist regional natürlich, das hängt mit den Inzidenzen zusammen. Aber wenn ich Dann richtig unter 100, informiert oder? bin, korrekt unter 100, aber wenn ich richtig informiert bin und den Bildern meiner Freunde, die man mir so zuschickt, Glauben schenken darf, dann ist zumindest in München wieder was möglich. Das hört sich gut an. Ist Wo, ja auch womit darf prädestiniert man für denn als, den richtig, womit darf man als Profisportlerin denn mal sündigen? Ihr gebt immer alle so, hey, ich freue mich auf die Familie und so, aber freust du dich nicht mal auf so richtig schönes Maß Bier oder wo Nein, ich bin beobachtest du keine das? Biertrinkerin. Ja, ich freue mich darauf, dass ich einfach mal abschalten kann. Ein Beispiel habe ich heute auch beim Verein schon nachgefragt. Wir müssen jeden Morgen so Fragebögen ausfüllen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was wehtut, was nicht wehtut, alles Mögliche, wie wir geschlafen haben, wie viele Stunden und so weiter. Und ich bin da froh, einfach mal nicht an Fußball denken zu müssen und keine Verpflichtung zu haben und einfach, ja, nichts zu machen. Ja, krass. Ich finde es so krass, wenn man sagt, ich freue mich einfach mal nichts zu machen, weil klar, ihr seid privilegiert, Fußballer, Fußballerin, ihr habt ein Hobby zum Beruf gemacht, aber man hört aus diesen Aussagen raus, wie unglaublich mental anstrengend dieses letzte Jahr und dieses Corona-Jahr für euch gewesen sein muss. Weil was man bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen darf, ihr habt vielen Leuten, denen auch viele Freuden genommen wurden, habt ihr noch eine weitere bescheren können, indem Fußball gespielt wurde, was natürlich dann aber auch für euch diese Anstrengung bedeutet neben all diesen Unwägbarkeiten. Und das führt mich zu der Frage, nochmal so ein Jahr wäre, ja nicht, dass man da Karriereende, das wäre ja Quatsch, aber das hättest du jetzt wahrscheinlich keinen Bock drauf, oder? Wenn das nochmal so ein Jahr so weitergeht, weil man liebt den Fußball ja auch aus vielen anderen Gründen. Ja, wie du gesagt hast, natürlich, vor allem auch die Fans haben sehr, sehr gefehlt dieses Jahr. Das war schon was Besonderes, aber wir waren sehr privilegiert, dass wir überhaupt Sport machen durften. Während andere komplett eingeschlossen waren in ihren Wohnungen, durften wir nach draußen auf den Fußballplatz. Wir durften in Kleingruppen trainieren, später dann auch wieder Spiele bestreiten. Das muss man schon auch zu schätzen wissen. Aber natürlich, es war schwer. Ich muss sagen, dass die Zeit, als ich noch in München war, mit dem Lockdown etwas einfacher war, weil da konnte man wenigstens die Familie sehen. Und jetzt hier war man so ein bisschen auf der Insel gefangen, weil dann gab es ja diesen Travel Ban aufgrund dieser ja, Variante, der britischen Variante, hat ja Deutschland beschlossen, dass die Engländer nicht mehr rein dürfen. Und deshalb bin ich dann auch über Weihnachten leider hier gewesen, leider in Quarantäne gewesen. Das war schon sehr hart. Aber letzten Endes, ich habe es auch immer in Interviews gesagt, ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe und ich konnte dann auch meinen ganzen Fokus auf den Fußball richten und ich konnte alles aufsaugen, was jetzt Chelsea und meine neue Mannschaft betrifft. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es nicht immer einfach war. Aber es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Vielleicht kannst du das nochmal, Entschuldigung, ein bisschen ausführen, warum dieser Karriereschritt für dich so richtig und wichtig war, auch in so einer Corona-Lockdown-Phase. Ja, also seitdem ich Fußball spiele, wollte ich schon immer mal im Ausland spielen. Und ich wollte dann erst in Deutschland Titel sammeln, bevor ich dann den Schritt ins Ausland mache. Und ich habe dann gemerkt, 6 Jahre lang in München, dass dann eben der richtige Schritt gekommen ist, ihn dann zu wagen. Und ja, mein absoluter Traumverein war Chelsea. Wir hatten schon öfters gegen sie gespielt in der Champions League, in Vorbereitungsspielen. Und ich habe es zu meinem Berater gesagt.
Er hat den Kontakt aufgenommen und ich war dann auch überglücklich, dass sie auch Interesse gezeigt haben. Und ich finde, dass man als Spielerin automatisch wächst, wenn man solche Schritte macht. Natürlich nur zu Top-Vereinen in Europa. Wenn ich mir unseren Kader anschaue, der ist gespickt mit Top-Spielerinnen. Da entwickelt man sich automatisch, weil man jedes Training alles geben muss und auch eine ganz andere Spielkultur erfährt, eine andere Philosophie. Man hat so viel neuen Input, den man verarbeiten muss und daran wächst man natürlich und ja, auch persönlich, dass man überhaupt sich getraut, dann auch ins Ausland zu gehen. Ich meine, Englisch ist jetzt nicht die schwierigste Sprache, da sind wir ganz gut in Deutschland aufgestellt mit dem Schulsystem, dass wir das einigermaßen sprechen, aber trotzdem, man musste sich dann ja, zurechtfinden, ob es die Wohnung betrifft, wo bekomme ich jetzt mein Auto her und so weiter. Also es ist, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Aber ja, ist mir, glaube ich, ganz, Wie ja. war die Eingewöhnungszeit denn zu Beginn? Also was war das Weirdeste, wo du sagst, ey, da brauche ich jetzt mal eine 2, 3 Monate, um mich da auf die Engländer einzustellen? Ich weiß nicht, vielleicht die Bohnen zum Frühstück, keine Ahnung. Ich glaube, dein Nachname war auch erst am Anfang für den Stadionsprecher eine Herausforderung. Ja, aber der war ganz nett, weil der hat extra gefragt, ob ich ihm eine Sprachnachricht schicken kann, wie man denn meinen Nachnamen ausspricht. Aber ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Die sagen ja immer Leopolds, weil die dieses Eul nicht kennen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Fällt mir schon gar nicht mehr auf. Und wenn ich nach meinem Namen gefragt werde hier in England, dann sage ich mittlerweile auch schon Leopolds. Also weil sonst verstehen sie es ja eh nicht. Aber eine große Herausforderung war auch die Wohnungssuche, weil das alles virtuell geschehen musste aufgrund von Corona. Das war eine große Herausforderung. Ansonsten hat mir der Club schon auch sehr, sehr viel geholfen beim Organisieren. Aber trotzdem, man muss sich da so ein bisschen auch durch den ganzen Bürokram kämpfen, ob es jetzt die ganzen Steuern sind und so weiter. Da musste man sich relativ viel einlesen. Aber ich finde das total spannend. Also ich habe zum Beispiel auch in München in 6 Jahren in 4 verschiedenen Wohnungen gelebt, weil ich das total gern mag, mich neu zurechtzufinden, was Neues zu erkunden und einfach die Immer Umgebung fertig auch mal zu möbliert wechseln. oder Wie bitte? immer fertig möbliert oder dann hat doch keiner Nee. Bock drauf, ständig alles aufzubauen neu. Nee, ich finde das total spannend, alles neu einzurichten und ja, das macht mir total viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das noch in Zukunft so machen werde, aber in der Vergangenheit fand ich das sehr, sehr cool. War ein Grund, und das schließt sich perfekt mit einer weiteren Userfrage von David oder David Moore an. Wir hatten mal mit Julia Simic hier ebenfalls ein Insta-Live-Interview, die es nach Italien verschlagen hat. Und die sprach davon, dass der Fußball innerhalb von Europa, ausgenommen Deutschland, noch schneller professionellere Strukturen und Formen annimmt, nämlich speziell England und Italien und auch Frankreich, hat sie angesprochen. War das auch ein Mitgrund, dass du vielleicht gesagt hast, Chelsea Traumverein, Herausforderung Ausland und hier ist der Frauenfußball ähnlich professionell, wie es vielleicht Bayern und Wolfsburg in der Liga können? Ja, sehr lange Frage, Entschuldigung. Und jetzt auch die Frage von David, wo siehst du denn dann den Frauenfußball in 10 Jahren in Deutschland? Also einmal die Entwicklung in England, Europa und vielleicht, ob wir Deutschen hoffentlich nachziehen. Ja, also die Entwicklung, was hier in England stattgefunden hat, das war auf jeden Fall auch ausschlaggebend. Finde ich total interessant, wie professionell alles passiert. Und das möchte man natürlich als Spielerin dann auch mitnehmen, wenn man schon mal die Chance bekommt. Und ja, ich finde auch, dass der Frauenfußball sich enorm entwickelt, speziell auch die genannten Länder. Von meinem Berater habe ich auch gehört, er war vor ein paar Monaten dann auch in Mailand und hat sich das alles angeschaut oder auch Juventus Turin. Und die haben da sehr, sehr viel investiert und sind auf dem richtigen Weg, auch wenn sie vielleicht noch 2, 3 Jahre brauchen. Aber da entsteht auch was sehr, sehr Großes. Und ja, die Bundesliga hat mit Bayern und Wolfsburg noch 2 super Mannschaften, hat man jetzt auch in der Champions League gesehen. Und ich hoffe einfach, dass andere den Anschluss nicht ganz verlieren. Auch wenn Wolfsburg und Bayern diesen Prozess mitgehen, dass dann eben auch andere Mannschaften die mitgehen können überhaupt. Und dafür braucht es halt oft auch die Mittel der Männermannschaften, die finanziellen Mittel vor allem, die Strukturen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass die Vereine da anfangen müssen, dann auch den Frauenfußball mitzunehmen und dass man da dann eben auch ja dabei bleiben kann. Okay, und glaubst du, dass wir in Deutschland auf einem guten Weg sind? Ich habe immer das Gefühl, und ich will mich da gar nicht außen vor nehmen als Sportreporter, ja, also ich bin jetzt hier nicht der Oberheuchler. Ich habe das Gefühl, dass bei den großen Turnieren, bei den großen Frauenfußballturnieren, da ist der Fokus
ja, landesweit drauf, aber er verblasst ein wenig, was den Liga-Alltag angeht. Wenngleich ich das Gefühl habe, weil wir natürlich beim BR mit den FC Bayern Frauen eine dominierende Frauenmannschaft hier haben, dass wir auch viel machen. Aber glaubst du, wo müssen wir ansetzen? Sind es nur die Medien? Sind es die Vereine? Ich tue mich mal so schwer, einen Schlüssel zu finden, um zu sagen, und jetzt machen wir Frauenfußball ähnlich populär wie Männerfußball. Das ist wahrscheinlich eh ein Wunschdenken, aber dass noch mehr geschieht, ist vielleicht wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es da nicht diesen einen Schlüssel gibt, der das Ganze lösen kann. Man muss auch sehen, dass es den Männerfußball schon deutlich länger gibt, vor allem jetzt auch in Deutschland. Aber natürlich, wie ich gesagt habe, die Strukturen, da fängt es schon an und die ganze Vermarktung. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal sieht, Holland wurde Europameister und hat auch die nächsten Jahre super bei den Turnieren abgeschnitten. Und da wurde eine richtige Fanbase aufgebaut bei der Nationalmannschaft der Frauen. Und die haben diesen Hype total mitgenommen, auch was die Vermarktung betrifft. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl in Deutschland, dass der Fokus während so Turnieren schon auch da ist, dass auch Medien sehr viel über den Frauenfußball berichten, aber dass es dann eben nach dem Turnier auch sehr schnell wieder abflacht. Und das finde ich sehr schade. Zum Beispiel auch die TV-Übertragungen der Bundesliga. Manche zeigt man im Stream, manche kosten dann aber auch. Und hier in England gab es jedes Spiel kostenlos zu schauen. Und da wurde jetzt auch ein riesen Sky-Vertrag unterschrieben. Und das promotet ja auch den Frauenfußball nochmal ganz anders. Es gibt eine Plattform, wo wir uns zeigen können. Und ja, ich glaube, dass es an vielen Baustellen, dass man Verbesserungspotenzial hat und dass man das dann auch nutzen muss und dass man auch das Ziel haben muss, dass dann vielleicht Weltmeisterinnen aus den USA nicht nach nach England kommen, wie es jetzt der Fall war mit vier Spielerinnen waren es, glaube ich, sondern dass sie sagen, hey, ich möchte nach Deutschland in die Bundesliga und das bringt natürlich dann auch wieder Marktwert in die Bundesliga und ich glaube, da, das sollte man sich so als Ziel nehmen. Definitiv ist es ein Prozess, auch einer, der andauern wird, aber eines Tages ist vielleicht einmal die Kadernominierung der Frauennationalmannschaft ähnlich ein mediales Thema, wie es jetzt bei den Herren war. Dein Statement zu Müller und Hummels, du wirst ja auch den Männerfußball verfolgen. Die Frau Voss-Tecklenburg hätte vermutlich dann ähnlich entschieden, unter dem medialen Druck, wenn man den auch immer bei den Frauen hätte zurückholen müssen. Aber Löw konnte nicht anders, oder? Richtige Entscheidung. Ja, ich meine, letzten Endes ist er der Entscheidungsträger. Er hätte anders können, aber ich verstehe auch, dass er sie jetzt dabei haben möchte. Ich meine, sie haben beide gute Saisons gespielt. Ich meine, Müller hat so viele Titel gewonnen, das ist unglaublich und er bringt natürlich auch eine unheimliche Erfahrung dann mit. Und auch für so wichtige Turniere, speziell auch wenn man jetzt ein paar Spieler dabei hat, die vielleicht noch kein großes Turnier gespielt haben, da ist so ein Müller unersetzlich und ich glaube auch, dass er einen ganz besonderen Stil hat, eine Mannschaft zu führen und auch für die richtige Stimmung zu sorgen. Und ja, ich verstehe die Entscheidung absolut. Wo ist der Kontakt enger zu den Herren gewesen, bei den Bayern oder Chelsea oder gleich? Ich meine, jetzt aktuell ist schwierig mit Corona, aber ihr seid ja eine kleine deutsche Enklave da mittlerweile bei Chelsea. Siehst du die Sonne? Sie blendet Ja, mich sogar. sie schmeichelt mir. Unglaublich. Der Ich dachte, du bist in Kontakt, also England, München, Melanie. wie bitte? Ich dachte, du bist in England. Was ist das da für ein. Ja, auch hier scheint die Sonne ab und zu. Muss man genießen, weil das Wetter ändert sich echt sehr, sehr schnell. Aber ja, der Kontakt zu den Männermannschaften, also in München waren wir geografisch auch getrennt, weil die Männer an der Siebener Straße waren, wir am FC Bayern Campus. Deshalb ist man da sich kaum über den Weg gelaufen. Klar, wir waren ab und zu in der Allianz Arena, um Spiele zu schauen. Hier bei Chelsea ist der Kontakt eigentlich ein bisschen größer, weil man auch ab und zu zusammen die Kantine benutzt. Aber aufgrund dieser Bubble, sind wir komplett getrennt. Also wir haben ja auch unser eigenes Gebäude auf dem Chelsea-Gelände und wir halten uns dann nur dort auf. Wir essen auch dort und die Männermannschaften haben eben ihre. Da ist Chelsea auch sehr, sehr strikt und das ist auch gut so. Deshalb bestand da bisher gar kein Kontakt. Okay. Wie oft ist Roman auf dem Gelände? Roman Abramowitsch, wie oft sieht man den so? Ich habe ihn jetzt das erste Mal in Göteborg gesehen, in der Kabine, nach dem Spiel. Ja, ansonsten hatte ich auch da keine Berührungspunkte. Was ich ganz cool fand bei meiner Vertragsunterzeichnung, kam auch Marina, sozusagen die Chefin, hat sich auch die Zeit genommen. Das war auch sehr nett. Hat an
Wertschätzung eben auch gezeigt. Und ja, ansonsten ist aber, wie gesagt, bewegen wir uns in unserer Bubble. Okay. Ich weiß, dass du in 5 Minuten noch ein Team-Event hast oder es wird auf jeden Fall nochmal irgendwie mit euch gesprochen, wahrscheinlich vor dem FA Cup-Spiel. Deshalb wollen ja nicht, dass du Strafe zahlen musst. Gibt es auch so einen Strafenkatalog bei euch? Nein, zum Glück nicht. Ich glaube, das ist so ein deutsches Ding. Okay. hier gibt es, glaube ich, also hier gibt es kaum Regeln und man muss auch mal ein paar Minuten mehr einplanen. Also wenn das Meeting jetzt um 19 Uhr ist, meine Zeit, dann fängt es wahrscheinlich um 19:05 Uhr an. Aber da ich natürlich die deutschen Strukturen noch kenne und auch lieben gelernt habe, bin ich immer sehr pünktlich und ja, Ja, aber wollen auf keinen Fall, dass du deine deutschen Tugend hier jetzt gegen uns nicht einhältst. Ganz wichtig, paar Fragen noch. Also wenn User jetzt noch die eine oder andere Frage stellen wollen, 2 Minuten nehmen wir uns noch, würde ich sagen, weil ich habe auch ganz gut aufgepasst, Melanie, und mir ist eine Sache natürlich sofort in den, ja, da muss ich jetzt nachhaken. Warum ist dein Berater in Italien unterwegs? Was macht er in Mailand und Turin? Der schaut sich doch nicht nur die Strukturen des Frauenfußballs dort an. Ist mit einem Wechsel zu rechnen? nein, genau das hat er gemacht. Henna ist sehr, sehr viel unterwegs, was ich auch sehr schätze. Er hat super Kontakte ins Ausland. Ich mache jetzt hier keine Werbung für ihn. Aber ja, also vor allem vor Corona natürlich, ist er von einem Verein zum nächsten gechattet und hat mit den Leuten gesprochen und ja, hat sich dann auch sehr für die italienische Liga entschieden oder interessiert, weil er hat natürlich sehr viele Spielerinnen und für die eine oder andere Spielerin möge das vielleicht auch mal interessant sein. Deshalb ist er da immer sehr gut vorbereitet und am Networken und deshalb war er dort vor Ort, hat sich alles angeschaut. Aber die italienische Liga war für mich keine Option, weil, wie gesagt, ich finde, dass sie noch 2, 3 Jahre brauchen und für mich war die stärkste Liga die englische und wie gesagt, auch ein absoluter Traum. Deshalb hat es mich dann auch hierher gezogen. Wunderbar. Der TSV Ratzenried schreibt, Mein ja, Heimatverein. bis dahin spielt die Inzidenz vielleicht keine Rolle mehr, aber bei uns gibt es wieder den Strafenkatalog. Kabinen-DJ gibt es aber bei euch, oder? Kabinen-DJ? Ja, das gibt es bei Ratzenried. Ja, Bethany England macht das. Sie macht das ganz gut. Okay. Was hat sie aufgelegt nach dem Barcelona-Spiel? Gar nichts. Da liefen eher langsamere Stücke. Weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Da war man so im Tunnel und frustriert, da hat man die Musik gar nicht wahrgenommen. Aber irgendwas lief im Hintergrund, weil sonst wäre, glaube ich, ziemliche Stille in der Kabine gewesen. Wahrscheinlich. Ist ein doofes Schlusswort, deshalb, was machst du heute noch? ja, wie gesagt, ich habe jetzt gleich noch mein Meeting mit der Mannschaft. Das läuft auch über Zoom ab, dass wir eben alle zu Hause sein können. Ja, ansonsten werde ich noch was essen und dann ist ja schon morgen das letzte Spiel. Ich werde noch das ein oder andere packen, dass ich dann auch startklar bin. Und Dann das geht's war's dann endlich auch. wieder nach München. Überragende Ja. Frage von meinem Redakteur. Wofür gibst du als allererstes Geld aus in München, sobald du landest? Sobald ich lande, ich glaube erstmal gar nicht, Ach weil komm! ich glaube, es ist eh alles zu, also am Flughafen selbst, dass ich mir da jetzt irgendwie was kaufen könnte. Und dann gehe ich straight ins Allgäu zu meiner Familie. Ich hoffe, dass die auch alles eingekauft haben, was ich brauche. Deshalb, ich weiß Was brauchst du denn? Ich will jetzt, nicht, komm, wofür ey, ich jetzt reizt sich's auch aus. 2 Minuten noch. Was braucht denn Melanie Leupolz, wenn sie im Allgäu ist? ausgebe. ich brauche erstmal gutes Essen von meiner Mom. Das habe ich auch ein bisschen vermisst. Ja, und dann, also ich werde am Abend auch erst fliegen. Deshalb, da wird dann nicht mehr so viel los sein. Und ja, ich glaube da, ich brauche nichts Besonderes. Stabile Internetverbindung, damit wir Oh vielleicht ja. irgendwann das hier wiederholen können. Punktlandung, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega sympathisch, mega geil. Überragend, dass du als Sportlerin sagst, man gewinnt im Leben, man verliert und solange man einmal öfter gewinnt, passt dann auch. Vielleicht wird das nochmal was mit der Champions League. Viel Erfolg für das Spiel im FA Cup und Danke. guten Rückflug in die Heimat. Vielen Dank. Mach's Danke für gut. deine Zeit. Sehr Ciao. gern. Ciao.